Das ist 2013 gewesen, im Oktober. Dort haben wir Pflanzenschutzmittelrückstände auf unseren Ernteprodukten wie Staudensellerie gefunden. Sie selbst setzen solche Mittel aber nicht ein? Wir haben uns verpflichtet, solche Mittel nicht einzusetzen und tun das nach wie vor nicht. Welche Folgen hatte das für Sie? Das hatte zur Folge, dass wir von der Vermarktung ausgeschlossen wurden, weil wir die Qualitätsanforderungen des Lebensmitteleinzelhandels somit nicht mehr abdecken konnten und standen von heute auf morgen arbeitslos auf der Straße. Wie kam es denn dazu, dass auf Ihren Produkten Pflanzenschutzmittel gefunden wurden? Vor Erntebeginn machen wir immer eine Beprobung unserer Felder. Und da ist nichts gefunden worden. Dann, als wir an der Ernte waren und parallel meine Nachbarn die Herbizide, das heißt die Unkräutvernichter, auf ihren Feldern eingesetzt haben, kam es zu Verwirbelungen von Pflanzenschutzmitteln, die beim Spritzvorgang der Nachbarn auf unsere Felder sich wie ein leichter Schleier abgelegt haben. Was konnten Sie mit Ihren Produkten noch machen? Wir konnten sie eigentlich letztendlich nur mulchen und sie dem Viehfutter zuführen. Von welchem Schaden gehen Sie aus? Der gesamte Schaden, der mir in der Kampagne entstanden ist, wird sich ungefähr auf knapp 100.000 Euro belaufen. Aber die Frage wird sein heute, was können wir beweisen? Und hier haben wir uns zurückgezogen auf die nach unserer Meinung beweisbaren Schadensereignisse. Und ich denke, dass wir hier um die 50.000 Euro Schaden landen werden. Wie ist denn das Verhältnis heute zu Ihren Nachbarn? Es geht ja, glaube ich, um drei Berufskollegen, die konventionell anbauen und von denen die Mittel möglicherweise rübergeweht sind. Sagt man sich noch guten Tag? Ja, man sagt sich zum Teil noch guten Tag, aber das Bier schmeckt halt eben nicht mehr so lecker, wie es sonst schon mal war. Und es ist auch gut, dass wir heute hier hoffentlich einen Abschluss finden, damit wieder Frieden in der Feldflur einkehrt. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich die Frage, wie geht es in Zukunft weiter? Wie können wir in Zukunft uns vor diesen Ereignissen schützen? Und das hoffe ich, dass hier diese Frage intensiv diskutiert wird, damit diese Vorkommnisse eingegrenzt werden. Denn was passiert, wenn wir 20% vielleicht ökologisch bewirtschaftete Flächen haben? Dann werden diese Windverwirbelungen und sogenannten Abdriften eher zunehmen. Wie gehen wir generell damit diesem Problem um?